Vers 20. Salmon, was, Bruder? 201, Vers 30. Psalm 103, Vers 20. Lob den Herrn. Herrn steht groß geschrieben, ne? Da steht ja auf Hebräisch dann JHWH, beziehungsweise YHWH. Ich bin ja. Und ihr seine Engel, ihr starken Helden, die ihr seinen Befehl ausführt, gehorsam der Stimme seines Wortes. Das heißt, die Engel dienen Gott, richtig? Und guck mal, was hier passiert ist, was die Gabi gelesen hat. Als Satan gewichen ist, da verließ ihn der Teufel und siehe, Engel traten hinzu und dienten wem? Amen, ihm. Amen, Bruder. Wunderschöner Vers. Also Wunderschön. die Engel haben angeblich jetzt einem Propheten oder einem Menschen gedient? Wie wollen Sie sich jetzt rausreden? Die versuchen sich ihn dementsprechend auszureden, wenn die am Ende sagen, die Bibel ist verfälscht. Die haben kein Argument dazu. Ja, Wirklich. genau, natürlich. Das ist ja Es das. gibt Das kein ist ja das. Argument dazu. Gibt es einfach nicht. Es kommt ja Sie dann spielen nur. lieber weiterhin 17 Mal täglich Pharao und Verstockung im Herz selbst. Hier stimmt, Schwester. Habt ihr es Gab es verstanden? auch nicht? 17 Mal Pharao. Ja. Und verstocken ihr Herz. Ja. Da gibt es noch eine sehr gute Stelle in Jesaja 6, Vers 9, was auch in der Apostelgeschichte und in Apostelgeschichte 28 und ich glaube Matthäus 13 auch zitiert wird. Und zwar diese Stelle hier in Jesaja 6, Vers 9. Diesmal, Bruder. Und er sprach: Geh und Ja. sprich zu diesem Volk, hört immer fort und versteht nicht, seht immer zu und erkennt nicht. Und das steht in Apostelgeschichte 28, Vers 29, warum ein Mensch halt nicht an den Herrn Jesus Christus glaubt. Das ist ja bei ihm der Fall. Gott segne ihn auf jeden Fall. Hier. Die Stelle ist aus, kleinen Moment, ich mache es ein bisschen kleiner, damit ich sehe. Jesaja 6, 9 bis 10, was ich eben gerade gezeigt habe. Ja, Bruder. Und da steht eindeutig: Trefflich hat der Heilige Geist durch den Propheten Jesaja gesagt, geh hin zu diesem Volk und sprich, mit den Ohren werdet ihr hören und nicht verstehen. Und mit den Augen werdet ihr sehen und nicht erkennen, denn das Herz dieses Volkes ist verstockt. Und mit den Ohren hören sie schwer und ihre Augen haben sie verschlossen, dass sie nicht etwa mit den Augen sehen und mit den Ohren hören und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie dann heile. Amen. Und ja, was auf Israel hier ganz klar sozusagen als ja, Erklärung eintrifft, kann man natürlich auch auf jeden einzelnen anderen auch anwenden, ne? Weil hier, es steht ja klar, du hast Augen und kannst nicht sehen, du hast Ohren und kannst nicht hören, weil wenn du es hättest, dann würdest du ja mit deinem Herzen verstehen und dich sofort bekehren. Na gut, das ist einer der klarsten Prophezeiungen überhaupt, weil im Alten Testament steht Jahwe, ja, oder JHWH oder wie auch immer, ne? Und hier wird es auf Jesus Christus gemünzt. Das ist so klar, dass es hier, ja, Jahwe hier Jesus ist. Das ist die Genau. Prophezeiung in Jesaja, Oh, wo jetzt hier erfüllt wird. Und wird genau das Gleiche gesagt, eben nur, dass nicht Jahwe gesagt wird, sondern Jesus. Ne? Also diese Prophezeiungen, die sollte man verstehen und auch kennen, damit man auch versteht, dass die Bibel voll ist von Gottheit Jesu. Sie ist voll. richtig. Das Wort Yahweh ist wie ein Atemzug. Yahweh, ja. Stimmt. Milanko, du kannst gerne was sagen. Hallo erstmal und Gottes Segen, meine ich.
Ja, hallo, ich grüße euch. Ich bin auch ganz kurz angebunden. Was ich nur sagen möchte, das ist einer der wenigen Streams, in denen ich gelesen habe, kommt alle hoch und da waren viele eingeschlossen, also auch Buddhisten und Satanisten und so weiter. Und wir reden. Und das finde ich sehr schön und respektvoll, weil ich habe das bisher in noch keinem anderen Stream gesehen. Und dafür sage ich mal Dankeschön, ne? Nur so zur Info. Ja, das danken wir dem Herrn. Danken wir dem Herrn. Alle Ehre Und was unseren bist du? Ich bin Satanist. Vor deinen Richtung Satanist. Ja. Okay. Also bist du immer gerne willkommen hier. Ja, vielen Dank. Ja, das ist Genau. einfach nur mal, ich habe das in keinem anderen Stream gesehen. Ansonsten wird man eigentlich fast sofort immer rausgeschmissen oder geblockt, einfach weil man guten Abend gesagt hat. Ja, und bin noch nie ausfällig geworden oder ich habe auch noch nie versucht, irgendjemanden was reinzuwürgen. Also von daher verstehe ich das manchmal nicht, ja, weil Aber ich sage, warum bist du warum? Satanist? Weil es meine eigene Entscheidung ist. Und ich sag's euch gleich, mich Und muss man was nicht machst du bekehren da oder. so? Ja, ich frage nur aus Neugier, was machst du da so als deine Religion? In dem Sinn, was wird da gepredigt? Was wird da gesagt? Erzähl Wirklich. mal etwas, jetzt hast du die Möglichkeit. Musst du so Naja, Rituale machen oder was musst du machen so? Leute, ich kann nur antworten, wenn ihr mich ausreden lässt. Lass ihn Also, reden. wenn ihr mich ausreden lasst, dann antworte ich euch gerne. Genau, Also. du darfst gerne reden, Milanko. Dankeschön. Also, das ist gar nicht so offensichtlich, wie das viele meinen, ja. Und ich möchte auch gar nicht so darauf eingehen, weil das ist ein Stream. Hier herrscht Gottes Kraft, ja. Christus ist hier und ihr alle seid einmütig. Und da will ich überhaupt keine andere Strömung reinbringen und ich möchte auch gar nicht heute über meine Spiritualität reden. Deswegen, ich wollte eben nur hier hochkommen und Danke sagen für diese Möglichkeit, dass die einfach besteht, dass man trotz allem hier reinkommen kann und man nicht gleich gekickt wird und wenn jemand möchte, dass einem die Gelegenheit gegeben wird, einfach auch mitzureden. Ja, ich möchte hier Immerhin. keinerlei Sachen irgendwie reden und ich möchte auch nicht über Sachen schimpfen, ja, weil alles, was ihr sagt und was ihr tut und woran ihr glaubt, das ist legitim, das soll so sein, das ist euer Recht und das ist gut so. Und ich würde niemals versuchen, es irgendjemanden abzusprechen. Das wollte ich jetzt nur mal kurz hier ausdrücken, ja. Danke. Respekt an dich. Sehr schön gesagt, ja. Milanko, bevor du gehst, beziehungsweise du kannst natürlich gerne hierbleiben und deine Fragen stellen. Aber bevor du gehst, möchte ich sagen, der Herr sagt ja auch, weil du eben gesagt hast, warum das so ist. In Markus 12 steht, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Größer als dieses kein anderes Gebot. Deswegen ist das egal, woran du glaubst. Wir sollen dich lieben. Ja, und der Herr Jesus hat ja auch gesagt, darüber hinaus, falls wir Feinde haben, für sie beten und segnen. Und zweitens möchte ich dir auch sagen, kennst du das Evangelium schon? Ja, bestimmt, oder? Ja, also um das Ganze abzukürzen. Ich war in der katholischen Kirche tätig als Mesner. Ich war jahrelang Prediger bei den Freikirchen. Ich kenne die Bibel sehr gut. Ich kenne die Botschaft. Ich weiß, was da alles drin steht. Nur ich hätte eine Bitte. Ich hätte eine Bitte an euch und es würde mich sehr freuen, wenn ihr das respektieren würdet. Und zwar, bitte betet nicht für mich. Ja. Okay, wenn du das Denn möchtest. ja, bitte respektiert das. Es gibt einen Jetzt Grund, warum werde ich ich das extra sage. für dich beten. Jetzt werde ich Bitte extra für nicht. dich Bitte beten. nur beten, trotzdem Bitte für dich. Weil ich auch. es wäre ein Eingriff. Es Will wäre ein Gott Eingriff dich in meinen, segnen. es wäre ein Eingriff in mein persönliches spirituelles Leben. Und ich würde ja auch nicht so vermessen sein, um für euch jetzt beten zu dem, was ich jetzt bete. Versteht ihr? Okay, Bitte okay. respektiert das. Das hat nichts damit zu tun, dass ich euch irgendwie schaden möchte oder dass ich euch was wegnehmen möchte von eurer Aufgabe der Bekehrung mit allen Völkern und so. Nur ich sage es euch ganz klar jetzt, mit meinen klaren Worten im klaren Verstand. Ich bitte euch, das zu respektieren und nicht für mich zu beten. Ist das okay? Das ist okay, Mirko. Du Natürlich. musst es uns nicht böse krumm nehmen, weil wir wollen, dass natürlich jeder gerettet wird. Aber du hast die Wahrheit ja schon gekannt oder
Genau. Von dem her weißt du genau, was du tust. Richtig. Und wenn du nicht möchtest, dass wir für dich beten, dann können wir das auch nicht machen. Ganz klar. Und sei auch nicht den anderen Bösen böse, wenn sie dich kicken oder Angst. Sie haben auch ein bisschen Angst, ne? Weil Satanismus ist immer so eine Sache, ja. Da gibt es verschiedene Strömungen. Und viele denken halt an verschiedenen Sachen. Wir wollen mit Liebe an den Menschen gehen, egal was er ist, an was er glaubt. Ja. Wir haben halt ganz klar den Jesus im Zentrum unseres Glaubens. Wenn du was anderes hast, das ist natürlich deine Sache. Ja. Also da können wir überhaupt gar nichts tun. Das ist alles nur deine Entscheidung. Ja, natürlich. Und keine Sorge, ich bin niemandem böse. Ja, ich verstehe das und das ist auch okay. Ja, jeder darf entscheiden, wie er mit was umgeht. Vollkommen in Ordnung. Also von meiner Seite überhaupt kein Hate oder sonstiges. Und ja, danke für deine Worte. Ich fand die jetzt richtig nett und ich wünsche euch noch einen guten Abend. Ja, und bis dann. Okay? Bis Danke. dann. Okay. Ja, auch. Das wünsche ich mir auch. Bis dann. Bis zum Komm nächsten mal. Mal, Milanko. War aber netter, Ja. hm? Der war nett. Ja, War sehr ich meine, da gibt es ja noch einen, der, wie heißt der nochmal? Lucifer Lucifer? Lichtbringer, genau. Oh nee, bitte nicht, das ist furchtbar. Der, das Ding ist, das bringt ja auch nichts, die ganze Zeit so, ja komm, mach mal, zeig mal, was du machst, so in diese Richtung, weil er sagt ja selber die ganze Zeit, das macht ihn ja wütend. Er sagt ja die ganze Zeit, er spürt keine Nächstenliebe nirgendwo, auch wenn er sich nicht bekehren will. Aber er sagt ja immer, das ist mein Leben, meine Gesetze, ja, okay, alles gut. Aber dann Solange komm doch niemand nicht in anderes dieses. wehtun, ist alles Ja? gut. Ja, aber dann frage ich mich auch, ja, was nützen dann ihm die Gespräche, die er die ganze Zeit mit Christen führt, warum geht er dann nicht einfach zum Beispiel, öffnet sein Stream und erzählt von seinen Sachen? Warum geht er dann immer bei den Christen Ja, ein? der Das ist heißt, überall drin mittlerweile. ja. Der hat sein Leben dem Teufel gegeben, aber Ja. irgendwo schreit seine Seele. Und das habe ich versucht, ihm auch zu erklären. Das hat keinen Sinn. Das ist mir Ja, zu. Sonne, die haben ein ganz anderes Konzept, ja. Haben auch, ja. Ja, Das und ist von dem her, der Ja. Da können wir gar nicht Hey, einschreiten. schau mal, die anderen kommen rein und zeigen Horrorfilme. Okay? Und die anderen kommen so rein. Ja. Also ich habe jetzt vor ein paar Stunden erfahren, dass einer, ein Moslem, wirklich, ich weiß nicht, ob das bei Abu Ja, Kanya das war war, hier auch, weiß ich nicht, Schwester. Das war hier auch. dass da einer reinkam und gezeigt hat, wie geköpft wird und keine Ahnung, das ist doch krank, das ist doch wirklich. Das sind mehrere Schwestern, die haben so arabische Namen, dass sie niemand erkennt. Das sind Ich sag's jetzt, Deutsche. genau, ich sag's jetzt nochmal an die Zuschauer, Leute, es ist nicht nur jetzt der Abdullah Kurdi, 1445, der wollte heute wieder Das hoch. wollen wir noch, der Abu Hamza. Genau, Oh, der der ist aus wollte. dem Balkan. Ja, die sind nicht mal ganz sauber im Kopf. Der wollte heute wieder hoch und ich habe ihn gefragt, Abdullah, ich lasse dich nicht hoch. Sag bitte erst, ob du das Video zeigst oder nicht. Weil bei TikTok kann man ja leider nicht sperren, dass jemand sein Video öffnen kann. Das wäre eine gute Funktion in Zukunft. Er meinte, er will reden. Und da habe ich gesagt, nein, du sagst jetzt erstmal, ob du ein Video zeigst oder nicht. Und dann hat er keine Antwort gegeben. Da habe ich gesagt, okay, wenigstens bist du ehrlich. Sonst hättest du nein gesagt, ich hole dich nicht hoch. Und danach kam plötzlich heute noch einer, dieser Abu Abu Hamza. Hamza. Und bei ihm war das vorher nicht so. Ja, und jetzt fängt er auch schon damit an, zeigt einfach Videos von Leuten, die Geköpft sterben. werden. Ja. Unglaublich, diese Menschen. Das ist wirklich. Was mich auch wundert, ja, da gebe ich wieder recht. Guck mal, hier ist jetzt der Milanko reingekommen, ja, als Satanist, und wir haben ja natürlich auch so ein bisschen eine Vorstellung, ja, was die machen. Und der war nett, der war, weißt du, der war offen, der hat überhaupt keine Beleidigung, kann gar nichts, ja, im Gegenteil, hat uns sogar Komplimenten gemacht.
Und der andere, der gottesfürchtig sein soll, der kommt ja rein, ohne ein Wort zu sagen und haut uns gleich mal so ein Video rein, weißt du? Und das bedeutet, so sterbt ihr alle, ne? Also, schon krass, finde ich. Ja, ich glaube, man kann das doch machen. Ich versuche mal, warte mal, Philipp, bei dir, ich klicke mal bei dir drauf, da ist ein Kamerasymbol. Oder ist das eher eine Einladung, dass du die Kamera anmachst? Warte mal kurz. Das ist eine Einladung, Bruder. Bei mir okay. Schade. Aber ich glaube, man kann was sperren, weil letztens hat jemand auch ein Bild gezeigt und dann konnte es nicht mehr zeigen, weil es dann der Streamer dann unterbunden hat. Also es müsste, glaube ich, gehen. Also ich kann hier nur die Kamera Einladung senden. Der Jerry meint, man kann das ausstellen. Vielleicht kann man das am PC, dieses TikTok-Studio. Bruder, am liebsten täte ich so Leute, ich sag's dir ehrlich, am liebsten lädt ich so Leute, die so ein Video zeigen, ab in den nächsten Flieger und wegschicken einfach in ihren Links, wo sie auch herkommen. Ja, das ist auch recht, das ist auch richtig, richtig so. Das ist krank, das ist krankes Denken. Das hat ja mit Gott gar nichts zu tun. Ja. Ja, vor allen Dingen hat das auch hier nichts in Deutschland zu suchen, so. Nee, ach, das hat mit Gott gar nichts zu tun. Absolut nicht. Nee. Nein, auf gar keinen Fall. Ah, okay, ein Bruder schreibt, er muss erstmal die Kamera öffnen und dann kann ich sie ausmachen sofort. Aber bringt ja auch nichts. Erstens, die wollen ja nicht reden, weil sie eh keine Antworten haben. Zweitens wollen sie ja nur das Video zeigen und dann wieder abhauen. Deswegen am besten dann auch nicht mehr hochholen. Ich würde sie natürlich gerne hochholen, um mit ihnen zumal zu sprechen, weil ich glaube schon, dass man mit denen sprechen soll, weil es denen wahrscheinlich nicht gut geht, denke ich. Dass die keinen haben, der sie liebt oder dass sie da wahrscheinlich jeden Tag ausschlafen und dann oder bis tief in die Nacht irgendwelche religiösen Lieder hören und keine Ahnung, also es tut mir schon leid, aber... Oder das sind Menschen, die den Herrn verspotten. Ja. Und der Herr Jesus, er kennt alle Herzen. Er kennt alles. Er kennt deine Gedanken, er kennt deine Wünsche, er kennt alles. Und wenn aber einer wirklich, so viele von denen schon mittlerweile sind, die ihn verspotten, ich möchte nicht wissen, wenn, denn die Zeit ist nahe, wenn der Herr Jesus kommt. Oh, und die viele wissen sogar, wenn er kommt, ja, da möchte ich nicht darüber nachdenken, was mit denen passiert, wirklich. Das ist traurig. Ich finde das traurig. Ja. Weil Gott hat jeden die Möglichkeit, die Chance. Seit wie vielen Jahren, wollen wir doch gar nicht nachdenken, wird Jesus Namen erwähnt, egal wo. Mhm. Und er offenbart es immer noch. Er ist immer, immer, immer da. Er ist immer da, er zeigt sich immer, immer wieder, auch ob das Muslime sind, ob das Hindus sind, egal wer. Aber jetzt möchte ich gar nicht denken, wie viele es noch von denen sind, die ihn verspotten. Genauso wie von Anfang an. Und wir, Bruder, wir, die wir jeden Tag stundenlang damit beschäftigt sind und lesen und tun und beten, dass wir das ewige Leben erhalten. Und immer noch sind wir genug. Wir sind Sünder bis zum Ende, ganze Leben, bis zum Tod sind wir Sünder. Ja, da gibt es eine schöne Stelle, die ich zeigen will. Im Alten Testament auch. So, Kamera öffnen. Hier im Psalm. Moment. 22. Vers 7 und 8. Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch, ein Spott der Leute und verachtet vom Volk. Alle, die mich sehen, spotten über mich. Sie reißen den Mund auf und schütteln den Kopf. Hat doch gepasst. Also, hat ja auch Spaß gemacht. Na, genau, wie bei der Kreuzigung. Sie haben ihn nicht erkannt, sie haben ihn angespuckt, er wurde beleidigt, das. Die hatten einen Mörder lieber freigelassen anstatt ihn, weißt du? Ja. Alles, was genau
Auf unseren Herrn Jesus Christus. Was wir schon haben, wie kann Gott Mensch werden? Wie kann Gott essen, trinken? Wie kann, natürlich kann Gott alles. Er kam. Natürlich, er ist allmächtig. Und hat sich, ja, also ich weiß nicht, manchmal, ganz ehrlich, manchmal gibt es Tage, wo ich denke, nee, wie oft soll man das noch erklären? Und ich will jetzt nur noch zum Abschluss, Bruder Harut, Johannes 5. Möchtest du vorlesen? Hast du ja die Bibel bei dir oder soll ich öffnen? Ich habe, ich kann mir auch vorlesen. Ich kann es auch vorlesen, ich kann auch ganz viel lesen. Ich bin ja nur am Lesen. Okay. Wir haben Johannes 5, 9. Wenn wir schon die Zeugenaussage von Menschen annehmen, dann hat die Zeugenaussage Gottes noch viel mehr Gewicht. Es ist die Aussage mit Gott, mit der Gott für seinen Sohn eingetreten ist. Wer den Sohn Gottes anerkennt, trägt die Zeugnis in seinem Herzen. Und dann bei 20, Johannes 5, 20, wir wissen aber, der Sohn Gottes ist gekommen und hat uns die Augen geöffnet, damit wir den einzig wahren Gott erkennen. Wir sind mit dem einzig wahren Gott verbunden, so gewiss wir verbunden sind mit seinem Sohn Jesus Christus, der ist der einzig wahre Gott, der ist das ewige Leben. Amen. Amen. Ich danke euch, Bruder. Gottes Frieden sei mit euch. Gott segne dich, Gott behüte dich und deine Familie und einen gesegneten Abend. Danke, Bruder. Gott segne dich auch, deine Familie, euch auch. Ich wünsche euch noch eine schöne Unterhaltung. Danke, dass ihr dabei seid. Euer Zeit hier drinnen für Jesus gebt. Danke, und danke ich euch. Gottes Segen. Wieder, ich habe mal eine kurze Frage an dich. Ja? Schau mal, du warst ja selber mal Moslem. Ja? Sonne war auch Muslime. Wir kennen ja einige, die zum Christentum konvertiert sind. Ja? Warum ist keiner von euch so? Warum ist keiner von euch so hasserfüllt und macht irgendwelche Videos, wo man zeigt, dass man vielleicht Muslime tötet oder sowas? Ist natürlich jetzt Blödsinn, wir machen sowas nicht. Aber warum seid ihr nicht so? Ja? Ihr wart doch Moslems. Warum seid ihr nicht so? Da muss doch ein Grund, es muss doch einen Grund geben. Ja. 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 Was hat der Herr so schön gesagt in seinem Wort? Siehe, ich mache alles neu, ne? Ja. Und dazu gehört. Bei uns hat eine 180-Grad-Kehrwende in dem Herzen stattgefunden. Amen. Amen, glaube ich. Amen. Welcher von den drei? Was? Das ist Marlon 50 schon wieder. Sehr, Bruder, das ist unglaublich, ey. Marlon ist schon seit Tag 1 hier, aber der war jetzt lange nicht mehr da. Ist plötzlich wieder da. Der kommt aber mit seiner Followerzahl nicht höher. Naja. Also Gott segne ihn auf jeden Fall. Möge der Herr Jesus Christus auch diesen Aalen segnen. Ja. Richtig, Bruder. Zu ihm ziehen und ihm befreien, sein Herz aus Stein fleischlich machen, dass er den Geist Gottes versteht und auch der Geist Gottes ihn auch zum Verständnis des Wortes bringt, weil das ist ja ins Licht stellen. Ja, was passiert, ins Licht gestellt zu werden, da muss man auch selber Ja sagen. Ja. Und ja, bei Muslimen geht das, weil sie sowieso schon an Gott in dem Sinne als Konzept Unterordnung oder Gehorsamkeit zu Gott oder Dienen zu Gott kennen, obgleich sie es tun oder nicht, ist deren überlassen. Aber jetzt zum Beispiel, ja, was ich letztens schon mal erklärt habe, bei Buddhisten, also mit Buddhisten ist das sehr, sehr schwer, zum Beispiel, im Gegensatz als zu Muslimen. Weil bei Buddhisten ist das so, die machen Okkultismus, die machen Zauberei, und bei Okkultismus und ja, diesen ganzen Ritualen verändern sich
viele Sachen in denen drin. Also böser Geist, Charakter wird sich verändert. Und dann, wenn die Bibel lesen, kommen sie in so eine Art Schockstarre wegen dieser ganzen Esoterik. Das ist heftig bei denen, weil es bei denen halt keinen Gott gibt, ne, dem die sich unterordnen, weil es da überhaupt gar kein Konzept gibt, zumindest bei dem Großteil des Buddhismus. Es gibt auch natürlich welche, die an Gott glauben, die selber zu Gott werden. Ja, ich glaube, nördlicher Buddhismus, südlicher Buddhismus, aber viele von denen kennen dieses Konzept Gott nicht. Genauso wie als ich in der Stadt immer evangelisieren durfte und Traktate verteilt habe mit einem Bruder, da war es immer so heftig, waren wir voller Freude, dass wir ein chinesisches Traktat verteilt haben. Weil ihr wisst ja, Chinesen sind ja zu 75% Atheisten. Und geht wirklich mal, prüft das mal, wenn ihr Traktate verteilt auf Chinesisch und guckt euch dann in der Stadt so Touristen an, Chinesen. Und wenn einer mal so ein Chinesen Traktat genommen hat, waren wir so glücklich. Wie so, boah, guck mal, ein Chinese hat ein Traktat genommen. Ja, die nehmen dann sowas, ne? Die sind auch dann Ja. auch die Chinesen sind anders da, die sind auch dann so interessierter, ne? Die sind ja für alles offen, die Chinesen eigentlich. Ja, Man muss schon offener. wissen, was Daru sagt. Ja. Also es ist schwieriger bei diesen Leuten, weil die haben diesen Weg, die denken, dass die so ihr Glück finden und ja. Und von dem her ist es schwierig, die da rauszuholen. Also wirklich schwierig. Wenn Ist sie dann eh auch noch kein Konzept irgendwie. oder auch die Hindus. Hindus sind auch ganz, ganz schlimm. Genau. Ja. Shalom, Yakuzi. Noch andere unter Versuch zu verbieten. Ach so, Quatsch. So ist Ja, noch. Bruder. Hi. Ja, Gottes Segen, ihr Lieben. Schön, dass ihr da seid. Ja, das sind viele Geschwister immer hier drin, sehr viele. Also Gott segne euch alle. Ja, ich sag mal, alle, die da sind. Ne? Ich sehe sie ja, alle, die da sind, die immer da sind. Gott segne euch. Schwester Sonne, Christian, CSY, Soki ist oft dabei, Bruder Sebastian, Ich. Jesu, Löwen, Gabi, Muso, denkt doch mal nach, Hava, VA Toni, Jonas, Brina, Thomas, Selma, alle, Cosinus. Es sind sehr, sehr viele, die immer dabei sind, sehr gesegnet sind, wahrscheinlich auch immer im Gebet sind. BK ist auch schon dabei von Anfang an. Allen. Boah, alle, also ich weiß nicht, es sind sehr viele. Okay, viele Geschwister auch, die ich jetzt nicht verraten werde, weil sie mit Profilen hier drin sind, weil sie verfolgt werden, sehe ich. Ich kenne die aus privatem Kontakt. Hallo, Die haben Bruder, sich ja. leider. Die haben sich leider Fake-Profile machen müssen, Aber wirklich weil, jetzt? ja, sind so ein paar, aber ich werde die natürlich nicht Nein, verraten. nein, nein, du musst ja nicht verraten, Bruder. Aber Schlimm. Ja, die werden von denen von denen gesucht oder was werden die? klar. Lassen wir es mal so, sie sind mit Fake-Profilen hier drin, weil sie nicht mit ihrem richtigen Profil hier drin sein dürfen und können, wegen Verfolgung. Okay, Bruder. Ja. Betet für die bitte, dass da irgendwie der Herr einen Ausweg ihnen schenkt, weil das ist schon heftig, ne? So sozial, familiär, kulturell. Ja, Und verstehe ich. ja, mit vielen stehe ich auch so persönlich im Kontakt bei WhatsApp und da auch dann immer so, ne? Sagt das keinem und also bis jetzt, ich habe auch viele schon gesehen, also wie die alle aussehen und ich danke auch dem Herrn, dass die da so vertrauen, weil ich würde niemals ein Bild veröffentlichen von niemandem. Aber den meisten geht es wirklich, ohne Witz, denen geht es wirklich nicht gut. Denen Glaube geht ich es dir, wirklich Bruder. nicht gut. Glaube ich Jetzt dir, nicht Bruder. so wie bei uns, dass wir im Herrn glücklich sind, aber auch Leid erfahren durch unser Glaubensleben. Das meine ich nicht. Ich meine jetzt wirklich irdisch gesehen geht es vielen nicht gut. Das ist echt heftig. Und da verstehe ich so nicht so ganz, wieso sie dann nicht diese Entscheidung für den Herrn treffen, weil ihr seht doch, ihr Lieben, Ja, ihr seht ja. doch, wie viel Freude wir im Herrn haben. Wir würden für den Herrn sterben. Dann
Dann, ich verstehe diesen Klickmoment dann nicht. Dann sag doch ja zum Herrn. So, das ist halt oft dann so, wo ich mir denke, was ist da noch im Weg? Ne? Und der Herr sagt ja auch, er zieht ja auch hier zu den Streams, er zieht auf YouTube-Videos oder auf Bibel TV, wo die mal irgendwie, nee, nicht Bibel TV, wie heißt das? Diese ganzen Ministerien, diese Videos, wo dann das Evangelium gepredigt wird, ne? Hauptsache, dass ihr erfährt, hey, so, ihr sollt euch bekehren und es muss eine Neugeburt, eine Wiedergeburt stattfinden, ne? Richtig, Ja. Bruder. Ja. Gabi. Allen, Die du haut die weißt doch, was ganzen dein Prophet alle Gebote Gottes gebrochen hat. Angefangen beim ersten Gebot. Der hat euch einen anderen Gott vor die Nase gesetzt und ihr fallt drauf rein. Ich denke halt, der Allen, der sollte vielleicht dadurch, dass wir jetzt ein bisschen mit ihm gesprochen haben, dass er ein bisschen neugierig wird erst und ein bisschen selber liest, dass er sagt, okay, ich möchte es jetzt wissen, die Bibel nimmt und aufschlägt und selber drin forscht, natürlich auch im Koran. Das wäre zum Beispiel ein erster Schritt. Das würde mich sehr freuen, wenn er das machen würde. Weil sonst Ja. können wir ihm viel sagen, weißt du, er wird es eh nicht glauben. Ja. Das muss aus ihm kommen. Das muss er selber entscheiden und das muss er dann mit Absolut. den Herrn. Weil der Herr Und Jesus zieht Menschen, er zieht, aber wenn die Menschen sagen, nee, ich will nicht, dann, ja. richtig. Vielleicht hat er jetzt gemerkt, dass er auch in seiner eigenen Religion nicht so viel Ahnung hat, als ich ihm zwei Fragen gestellt habe. Vielleicht macht da jetzt mal Klick, dass er wenigstens sich hinsetzt und ja, sozusagen auch in seiner Religion erstmal Wissen sammelt und alles prüft. Weil das kann auch dann ihm ja zur Wahrheit führen. Wenn er Sachen liest und sieht und sich denkt, nee, das passt jetzt überhaupt gar nicht mit dem zusammen, wie ich mir eigentlich Gott vorstelle. Ne? Ihr wisst ja, wie viele Sachen wir überall schon gesehen haben. Ne? Jetzt in den ganzen 10, 15 Jahren hat ja bei YouTube angefangen. Oder ich glaube sogar vorher schon bei Paul Talk. Paul Talk war ja so eine App, wo man telefonieren konnte Ja, mit. Paul, jetzt kennst du das auch, Bruder? Ja, ich glaube, das ist schon so Aber locker 25, nee, so sagen wir mal 20 Jahre alt, die App, oder? ach, der Harald, der war auch auf Porto? ah ja, Nee. dann kennst du den sicher, kennt er. Also ich war vor 5 Jahren auf Paul Talk erst. Ich war 3 Jahre, glaube ich, Paul Talk. Oder wie lange, Mama Gabi? Du warst ja schon länger als Du ich. bist nicht so lange. Ich bin seit 2006 auf Porto. Ja. Ja, siehst du, das sind so die Zeiten, wo Paul Talk rauskam, glaube ich, 2000er. Und ein damaliger Nachbar von mir, wir waren so, keine Ahnung, 12, 13, und wir haben dann immer Paul Talk, die App geöffnet, weil dem sein Vater das benutzt hat, um mit Bekannten aus seiner Heimat zu reden. Und wir sind dann in irgendwelche Streams reingegangen und haben dann die Leute, ja, richtig heftig angemacht und beleidigt. Ja, wie was halt kleine Kinder so machen. Und damals wurde auch schon evangelisiert in solchen Streams. Richtig, richtig. Und also sag mal den Raum, Gabi, vielleicht war er auch drinne mal. Gott des Lebendigen, Gott des Jesus Christus. Das war Nee. unser Raum. Habe ich nie genutzt, ich selbst. Ich weiß nur, dass zum Beispiel der Christian Prince, der diesen YouTube-Kanal hat, dass er damals schon in Paul Talk angefangen hat. Vor über 20 Ich Jahren. weiß. Ich weiß, der haben doch oft genug rausgeschmissen. Genau. Auch viele, die heute zum Beispiel auf TikTok sind, die waren auch auf Paul Talk. Gabi kennt die auch alle. Ich kenne diese App gar nicht, ehrlich gesagt. Muso, hast du schon von Anfang an Internet gehabt mit 56K Modem? Ja, so ziemlich, ja. Also was ich halt immer benutzt, war Skype, war eigentlich das, was ich immer benutzt habe. Mhm. Auf Skype bin ich auch noch.
Oh, da bin ich jetzt schon lange nicht mehr. Aber wie heißt es? Paul Talk oder wie? Ja, Paul Talk. P wie Paula, A wie Anton, L wie Ludwig und dann Talk auf Englisch. Talk. Barbie war eigentlich auch schon mal der Roger Levy auf Paul Talk, weißt du das? Nein. Nein, okay. Kenne ich echt nicht. Skype gibt es noch. Ja, es gibt noch Skype, aber. Ja, das sind die damaligen Social Media. Ja. Jetzt sind da nicht mehr so viele. Jetzt sind viele mehr bei TikTok, bei Clubhouse, bei Bigo, bei Lobbys und sowas. Es gibt viele. Ja, interessant. Ja. Mozart fragt Philipp, was ist das für Ja, die ein Putzfrau, Profilbild? ich sag's dir, Mozart, ich habe der Putzfrau Kamera gegeben, die hat Foto gemacht und dann ist es so entstanden. Soll ich sagen? Ich war im Urlaub, weißt du, war gechillt, ich gebe der Putzfrau die Kamera und die hat dann Foto gemacht. So, ja, Ja, ist aber auf jeden denn Fall gab es auch Bruder Harut. dann. Kennt ihr noch dieses, kennt ihr bestimmt auch noch alles? Schüler, VZ und sowas, alles. Kennt ihr das Ja. noch? Ja. Schüler Das waren noch VZ, Zeiten. Business VZ, nee, wie? Warte mal. Studi VZ. Ja, genau, Bruder. Dann gab es dann noch WKW. Ja, es wurde überall. Wer kennt wen? Ja, genau. Dann gab es vor Jahren auch mal, wie heißt das? Aber wisst ihr auch noch die Zeiten, die damaligen Zeiten sind nicht so wie heute, ne? Das vergisst man nicht. Da hat man eher Fußball noch gespielt und alles draußen mit den Leuten. Oder man hat diese Murmeln, kennst du diese Murmeln? Kennt ihr noch dieses Wassereis? Kennt ihr noch diese ganzen alten Sachen halt? Das von früher, das ist schon irgendwie. Das begleitet schon, oder? Von Kindheit Ja, her. die Das ist Leute schon. sind halt faul geworden, sag ich mal, in dem Sinne. Du kannst alles nach Hause bestellen. Richtig, Du Bruder. kannst eigentlich an deinem Schreibtisch sitzen. Von zu Hause aus arbeiten, dann nach der Arbeit weiter sitzen bleiben, evangelisieren, Richtig, dann Bruder. nur kurz aufstehen, zur Toilette gehen und dir sogar das Essen nach Hause liefern und deinen Einkauf Ja, das geht und dich auch. dann in dein Bett legen. Das war's. Ja, das ist. Aber früher, Bruder, da war es noch so, war coole Zeit möglich. Da hat man auch, kennt auch noch diese Nokia und Samsung-Handys und alles noch. Da gibt es auch hier TikTok-Videos. Da gibt es auch hier TikTok-Videos, Geschwister. Da zeigen sie die. Die alten Zeiten, wie die waren, und das ist auch heftig. Man erinnert sich daran oder so. Oder diese PlayStation, die erste PlayStation oder die Game Boys und sowas. Und das waren wirklich alte, gute Zeiten. Der Herr hat uns befreit von dieser Welt, aber Ja, verstehe, richtig. verstehen. Und ja, jetzt sagt der Herr, jetzt lebe ich für den Herrn. Ne? Jetzt das, was ich im Fleisch lebe, das lebe ich für den Herrn. Das heißt, der Herr lenkt Richtig. unsere Schritte und Amen. am besten wir beten überall und für jeden. Wir sollten uns auch angewöhnen, finde ich, eine Gebetsliste vielleicht zu machen, für wen wir alles beten, was wir beten, so einen Kalender vielleicht oder jeden Tag auch für unsere Obrigkeiten zu beten. Ne? Ja, danke, Herr Jesus, für die Obrigkeit, dass wir Ja. hier in Frieden oder in Ruhe noch eine Bibel lesen können. Ja, Bruder. Und Obwohl die Obrigkeiten ja auch viel, viel missbauen hier in diesem Land. Man sieht ja voll viel, was die alles machen. das kann sein, aber ja, wir sollen halt für die beten, dass sie halt, ja, Ja, dass das wir auf hier jeden in Ruhe Fall, ja. unser Glaubensleben leben dürfen. Und am besten immer so, finde ich, wenn jeder von uns für seine eigene Stadt betet auch. Ja, dass die Menschen zum Wort geführt werden und dass der Herr nochmal Gnade zeigt mit jedem einzelnen Menschen, dass sie Sehr wirklich interessant, ja.
in irgendeine Situation geraten, wo sie ja dann von neu geboren werden, egal wie. Hauptsache, einer am Tag reicht schon. Richtig, Amen. Das habe ich mir auch gedacht, also für die eigene Stadt beten, ne? Echt, ja, das stimmt schon. Aber wenn ich alleine, ne, gehe ich auf die Dings und du die Menschen dann die Traktate geben, Beispiel. Und manche nehmen das wirklich dankend an und haben ein Lächeln im Gesicht, aber manche wollen das auch gar nicht, weißt du? Ja, es gibt halt so und so Menschen, ne? Hey, ich finde das echt heftig, seitdem ich hier auf TikTok, sage ich mal, das Evangelium verkündigen darf, wie viele neue Kontakte entstanden sind. Ich komme gar nicht mehr mit. Und zweitens, Halleluja. da erzähle ich jetzt auch alle Ehre dem Herrn, ein Zeugnis, aber ich erzähle natürlich den Namen nicht. Einer hat mich seit Tag 1 extremst bedroht. Ja. Und nach einer gewissen Zeit, ich habe immer für ihn gebetet, dass der Herr sich ihm offenbart. Und dann hat er sich gemeldet und meinte, dass er mit mir halt auf einer App sich mit mir austauschen will. Ne? Und der wurde dann voll, ja, ruhig und hat dann nur noch so von seiner Religion gesprochen, ohne Beleidigungen. Und ich so, boah, danke Herr, wenigstens. Und mittlerweile schreibe ich ihm so ab und zu, wie es ihm geht, einfach nur. Und oder auch ab und zu mal einfach, Leute, ihr wisst ja, ne, so mit wem die ganzen Streamer hier die ganzen Debatten und sowas geführt haben, teilweise, dass man einfach mal in deren Streams reingeht, kurz, die man kennt, und einfach mal sagt, ja, der Herr Jesus Christus segne dich. So, das war's. Richtig, richtig, Bruder. Und dann sieht er das und denkt sich, hä? Wieso sagt er das? Der Herr segne mich so. Glaubt mir, der schläft damit ein. Der denkt sich, zum Beispiel, ich habe jetzt heute mit 10 Muslimen geredet, mit meinen Glaubensgeschwistern oder irgendein Atheist. Irgendein Atheist denkt sich, ja, hier so und so, was ist passiert? Wer war denn jetzt von denen am nettesten, beziehungsweise wer hat mir Liebe gezeigt? So, bedingungslose Liebe, ne? Dass ihr das so macht. Das geht nicht spurlos an irgendjemanden vorbei, auch wie sehr abgeflacht oder gehirnlos der Mensch auch sein mag. Vom Gewissen her, also ich bete wirklich, bevor der Herr wiederkommt, dass wenigstens die Leute, mit denen wir hier reden und debattieren und debattiert haben und jeden Tag die Bibel lesen, egal, wir wissen ja nicht, noch nicht mal, ob ein Christ, der sagt, dass er Christ ist, ob er von neu geboren ist, das wissen wir ja alles gar nicht. Ja, die Schwester Mava hat ja eben gesagt, und auch Violetta, die Schwester, die haben ja gesagt, dass es bei denen so einen Zerbruch gab. Das hört man ja bei vielen, ne? Die erzählen, ja, ich war eine Zeit lang so, oder ich bin Christ, oder ich bin da geboren. Aber wann gab es wirklich diesen Zerbruch, wo du auch geistlich dann absolut wach wirst? Ja? Weil du merkst ja dann, boah, ich war vorher dem Wort nie so richtig gehorsam. Aber die Schrift redet ja an zwei, drei Stellen, dass wir zum Glaubensgehorsam kommen sollen. Ne? Mit all unseren Schwachheiten und mit all unseren Fleischlichkeiten, die wir haben. Da benutzt der Herr auch diesen Zerbruch in unserem Leben, wo wir dann wirklich auf den Knien sind und sagen, Herr, jetzt, das ist alles kaputt gegangen. Ich dachte wirklich, dass das Wege sind, die richtig sind. Ja. Ja, richtig. Du Harut, da unten gibt es einen User, der eine Frage hat. Ja. Er hofft auf unsere Hilfe. Ich weiß nicht, also will er Ah. hochkommen? Der Ja. Jorgo. Jogo, möchtest du hochkommen, Jogo? Jogo, möchtest du hochkommen als Gast? Ist er noch da? Ich weiß nicht. Ja, der ist noch da. Ah, okay. Dann Liebe. kannst du jetzt annehmen, wenn du möchtest. Ich schicke dir jetzt eine Einladung, dann kannst du deine Fragen stellen. So, Gottes Segen, Jogo. Gottes Frieden, Jorgo. Ich noch nicht oben.
Der Internet, glaube ich. Er ist ja in Griechenland. Ich weiß es ja. Ich habe ja schon mit ihm geredet. Ah, kennst du ihn? Ja. Ich kenne ihn. Okay. Gottes Segen, Junge. Gottes Segen, ich habe, glaube ich, Internetprobleme. Gottes Segen, Junge. Hörst du uns, Junge? Ja, ich höre euch. Ich glaube, ich habe eine Zeitverzerrung, kann das sein? Alles gut. Ich glaube, jetzt müsste alles normal sein. Bist du in Griechenland? Wir haben hier stürmisches Wetter, totales Regen, ein Chaos. So ein Wetter hätte man gebraucht, da wo unser Land, unsere Heimat hier am Brennen war. Da bräuchten wir dieses Wetter, aber. Ah, jetzt habe ich einen besseren, jetzt habe ich einen besseren Empfang. Super, jetzt höre ich euch sehr, sehr gut. Schön. Erst einmal hallo an die ganze Runde. Gott segne euch alle. Ich hab da wirklich eine Frage und ich hoffe und ich wünsche mir sehr, dass ihr mir dabei irgendwie helfen könnt. Ich bin kein sehr guter Wissender mit Bibel und mit Koran. Bitte verzeiht mir, aber ich bin dabei, etwas auch im Leben etwas schlauer zu werden. Und dabei will ich gerne an Menschen zustoßen, die auch Erfahrung haben und daran merkt man, wie sie reden, ihre Mimiken, ihre Argumentation und Bruder Harut und einige auch hier, auch wie der Loka, sind Menschen, wo man mit denen reden kann. Man hört, ihr habt Erfahrung und ich hoffe, ihr könnt mir dabei gut helfen und an die anderen auch noch an der Grunde. Es geht darum, ich hoffe, erkennt ihr euch etwas mit Koran aus? Etwa. Ja. Gut, meine erste Frage wäre, steht da wirklich im Koran da drinnen oder habt ihr das auch gehört, dass die Ungläubigen gejagt werden sollten? Und irgendwie, stimmt das? Also, ja, und auch in der Sunna, wenn du ein Sunnite bist, gibt es das, definitiv. Okay, ja. Aber ich sag mal so. Du glaubst ja an den Herrn Jesus Christus, deswegen empfehle ich dir als sogenannter Gläubiger, ne, ich weiß ja nicht, ich kenne dich ja nicht, ich weiß ja nicht, ob du schon dich bekehrt hast, dass du die Bibel liest und ja, dass du den Herrn Jesus Christus erstmal so komplett kennenlernst und dich auch zu ihm bekehrst, falls du das noch nicht getan hast und auch eine Entscheidung für ihn triffst. Weil er möchte ja den Menschen erretten. Er ist gekommen, um den Menschen zu retten aus all seinen Sünden. Und wir müssen uns halt definitiv auch für ihn entscheiden, bewusst. Ich weiß nicht, wo du gerade stehst in deinem Leben, ob du noch auf der Suche bist nach dem wahren Gott. Also für mich gibt es nur einen Gott, das ist Jesus Christus. Wir Griechen, wir haben die Agia Triada, die Trinität. Ich bin griechisch-orthodox getauft worden. Ich habe aber, ich muss offen zugeben, im Leben, wenn man durchs Leben, ich will mal so sagen, das Leben ist zurzeit sehr viel durcheinander gekommen. Ich habe Dinge erlebt in meinem Leben, wo ich leider Gottes die Religion auf die Seite gelassen habe und ich stehe nur zu Jesus Christus und Gott. Gott ist für mich Jesus Christus und es ist dann kein A und kein O dazu. Also ich bleibe dabei, egal was andere sagen. Aber ich habe leider Gottes die Religion fallen lassen, weil ich in meinem Leben vieles erlebt habe, wo ich total verzweifelt war. Aber das ist ein anderes Thema, weil wenn ich das erzähle, dann werde ich in 5 Jahren nicht fertig. Jago, Also, ja. könntest du, die Zuschauer sagen, dass das sehr laut ist im Hintergrund? Ist es laut? Sehr laut, ja, Hintergrund, der Fernseher. Ich gehe mal kurz rüber auf dem anderen Zimmer dann. Ja, Meine Tochter schaut, meine. griechische alles gut. Musik, oder? Sirtaki. Ein Stress. Ja, Sirtaki, ja. Ist Genau. es besser so? Ja, pass auf, mein Lieber. Ich möchte dir was vorlesen. Ich möchte dir was vorlesen. Gerne, gerne. Das ist das, was ich zu dir meinte, eine bewusste Entscheidung treffen. Weil guck mal, bei mir steht, du musst von neu geboren werden. So. Und ich lese dir jetzt was vor und ich bitte dich auch, du kannst bestimmt Griechisch lesen auch. Ja, kann ich.
Ich kann okay. Griechisch lesen. Dann öffne bitte später, egal ob Deutsch oder auf Griechisch, öffne bitte das Johannesevangelium, Kapitel 3. Lies das gesamte Kapitel durch und bete zu dem Herrn Jesus Christus, dass er dir zeigen soll, was das bedeutet. So, da steht nämlich drin, in Kapitel 3, Vers 3, Jesus antwortete und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und dann fragt Nikodemus, wie kann ein Mensch neu geboren werden, wenn er alt ist? Er kann doch nicht zum zweiten Mal in den Schoß seiner Mutter eingehen und neu geboren werden. Und danach sagt Jesus, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Das heißt, wenn du das ganze Kapitel liest und das auch im Gebet liest und den Herrn bittest, dass er dir offenbaren soll und sich dir zeigen soll, was das bedeutet, wirst du erkennen, was das bedeutet. Der Herr wird dich dann, wenn du wirklich dich für ihn entscheidest, ihm auch wirklich nachzufolgen, wenn du dich wirklich von ganzem Herzen für ihn entscheidest und eine 180-Grad-Wende machst im Herzen, das macht ja Gott dann in dir, dann wirst du das merken. Du wirst dann auch komplette Sündenvergebung in Anspruch nehmen, weil das ist ja auch ein Geschenk Gottes. Er möchte alle Sünden vergeben der Menschen und er möchte auch, dass man ihn aber auch annimmt im Glauben. Deswegen liest bitte das mal durch und wenn du danach noch Fragen hast, nach dem Johannesevangelium Kapitel 3, dann komm gerne hier hin, dann kann ich dir noch weitere Verse zeigen, was das bedeutet, dieses aus Wasser und Geist neugeboren zu werden. Das werde ich tun, Bruder Harut. Das werde ich tun. Die nächste Frage wäre, ist es wahr, dass wenn man bei der muslimischen Seite jetzt in diesem Koran, da steht ja bei denen, wenn die heilig bleiben oder brave Kinder bleiben, dann kommen sie im Himmel hoch und dann erwarten denen 72 Jungfrauen, stimmt das? Steht das im Koran drin? Ja, das steht im Koran, dass, aber es ist halt, ich muss dir ehrlich sagen, auch wenn es da drinnen steht, wir Christen glauben ja, dass mit der Offenbarung, also mit der Bibel, mit dem letzten Buch der Offenbarung, ist auch das Wort Gottes beendet worden. Also alles, was danach gekommen ist, glauben wir Christen, ist definitiv nicht von Gott. Deswegen versuch du erstmal, den Herrn Jesus Christus kennenzulernen, wer er wirklich ist, ja, und liest diese Stellen. Und danach kannst du, um dein Wissen zu erweitern, natürlich auch andere Religionen sozusagen kennenlernen und was das ist und welchen Glaubensgrundsätze wir haben. Aber ich empfehle dir auf jeden Fall, vergiss das nicht, Johannes Evangelium Kapitel 3 zu lesen. Kapitel 3, will ich machen. Aber bei der Jungfrau mal zurückzukommen, kann ich mir diese Jungfrauen selber auswählen oder warten mich da oben Jungfrauen von Alter von 6 Jahre? Das ist, in den Überlieferungen steht, dass Frauen sind, ich bin mir jetzt nicht sicher, so 33 Jahre alt, weil auch die Muslime werden 33 Jahre alt sein und die kriegen dann versprochen, ne, mindestens 2. Es kann also auch mehr werden. Es kann auch Bruder noch Harald, viel mehr werden als 32. Ja. Ne? Bruder Harut, ich finde es irgendwie schon traurig, dass viele an so etwas glauben, dass denen was erzählt wird und sogar, wie man sagt, wenn die Überzahl haben, dann sollen sie nicht zufrieden rufen. Das habe ich mal alles mitbekommen. Ich finde das irgendwie dreist, irgendwie so schrecklich. Und dass viele, viele von denen Muslimen denen Fluss folgen und sogar wenn wir denen unsere Trinität erzählen möchten, weil die ja die Fragen stellen, sie absichtlich einfach es nicht zu verstehen wollen. Also mir kommt es vor, die wollen es wirklich absichtlich nicht verstehen. Die kommen mit der ganzen Zeit mit irgendwelchen
solche Fragen, die wir jeden Tag, also ich höre das immer zu, auch bei dir, immer mit den gleichen Fragen, ob warum Jesus jetzt zu Gott betet, obwohl ihr sagt, Gott ist Jesus, und warum betet er zu... Ja, ich verstehe das nicht, weil wenn wir den, wenn die Frage stellen und wir geben denen die Antwort, dann stellen sie wieder etwas, das kann doch nicht sein. Also mir kommt es wirklich vor, die tun es absichtlich und wollen uns irgendwie den Kopf so verdrehen und uns die Welt, in der wir da glauben, in der wir leben, uns von der rausziehen wollen. Aber ich glaube, nicht glaube, sondern das wird nicht funktionieren und das wird auch nicht passieren, weil wir Christen bleiben bei Jesus Christus und Punkt aus, basta, ob es denen gefällt oder nicht. Es gibt nur einen Gott und es ist Jesus. Amen. Genau. Bruder Harald, ich werde es machen. Ich danke euch Joko, trotzdem. Ja? Kurze Frage noch. Bist du auf Gerne. Dem Festland oder bist du auf einer Insel? Es wäre wunderschön, wenn ich auf einer Insel wäre. Und ich bin leider. Ich bin im Festland, aber der Strand ist von mir eine halbe Stunde entfernt. Ich kann jedes Mal dahin. Aber seit 3 Tagen gibt es ein Regenwetter. Wenn ihr aus dem Fenster rausschauen würdet, dann ihr könntet duschen. Also so ein Regenwetter haben wir seit 3 Tagen. Und es ist schlimm. Es gibt überall, ja. Bist du aus Mykonos, Rhodos oder Kreta? Oder nein. Ich bin Zentralgriechenland, Festland. Ich bin aus Trikala. Ja, und mein Traumziel wäre auf der Insel Milos. Das ist mein Traumziel und ich hoffe, das würde ich irgendwann mal erfüllen nach Milos. Das ist eine wundervolle Insel. Das solltet ihr mal im Google einmal anschauen, in Bildern. Es ist Wahnsinn, wunderschön, diese ganzen Höhlen in den Gewässern. Ah, das ist ein Traum. Da will ich unbedingt mal hin. Kommt das nicht in der Bibel vor, Milos? Ich glaube schon, das habe ich mal gehört. Ich habe es nicht gelesen, aber ich habe es gehört. Aber ich will jetzt nicht meine Hand ins Feuer legen. Ich weiß, ich habe es mal gehört, ja. Aber ich werde irgendwann einmal... Wie bitte? Patmos kommt in der Bibel vor, das weiß ich. Patmos, richtig, Patmos. Naja. Ich glaube, wenn ich sagen kann... Also erstens bin ich sehr, sehr glücklich, dass du zu Jesus gefunden hast. Ja, danke. Dass du ihn als dein Heiland und Retter Amen. Und dein Gott annimmst. Das ist die erste Sache. Ich bin echt sehr froh drum, dass du dich für den Islam so ein bisschen interessierst. Ja, das ist bei mir auch der Fall gewesen. Da bist du natürlich richtig bei diesen Leuten. Zum Beispiel Midaloka hat sehr viel Ahnung, Harut. Es gibt noch andere, zum Beispiel der Amir und so. Ne? Klar, da kannst du natürlich deine Fragen stellen. Gerne, aber, ja. ehrlich gesagt, viel wirst du davon auch nicht haben, weißt du. Es ist gut, ein paar Sachen zu wissen, aber im Endeffekt, ich habe gemerkt für mich selber, ich halte mich da mehr aus, ja, ich mache mir so viele Gedanken drum und konzentriere mich eher auf den Herrn und auf die Bibel. Weil das ist für mich dann eher eine Ablenkung. Ich versuche zwar mit den Muslimen auch zu sprechen und so, ja. Aber wenn sie natürlich nicht wollen, dann kann man nichts machen. Wir versuchen es trotzdem. Aber du bist natürlich immer herzlich willkommen bei uns, gell? Danke, danke. Vielen Dank. Ich als Italiener, weißt du, wir sind una faccia. Una faccia, una razza. Ja. Ich war so in 2-3 Wochen in Sizilien unten. Sizilien ist schön. Ja, und da war der Archimedes, ja, der Kopf. Ja. Deswegen beneide ich dich gerade sehr. Ne? Altes, antikisches Griechenland, Magna Graecia, war früher mal ein ganz großes Griechenland. Früher, ja. ganz früher. Ja. Aber in meinen Augen oder in meinem Menschenverstand ist es sehr, sehr wichtig, dass wir Menschen miteinander gebunden bleiben, uns respektieren. Viele machen das leider nicht, leider Gottes nicht. Viele sind sehr, keine Ahnung, ich glaube, wir haben vergessen, irgendwie ein Teil Menschlichkeit zu sein. Irgendwie kommen wir aus dem Ruder. Viele, viele Menschen kommen aus dem Ruder. Ich weiß nicht warum. Haben die Medien schuld, die Politiker? Weiß ich nicht. Aber ich hoffe und bete oft, dass wir Menschen mal miteinander irgendwann einmal das Wort wieder Vertrauen aufbauen können, dass wir miteinander endlich mal die Hände reichen und gegen dieses Böse, was auf dieser Welt regiert und herrscht, wie man das sieht. Endlich mal, ja, gerne. Mein Lieber, glaub es mir. Von ganzem Herzen. Du kannst, und wir auch als Christen, wir können niemals die Welt verbessern und das sollten wir auch nicht tun. Weißt du wieso? Weil es wird immer schlimmer werden.
Lies bitte später, wenn du fertig bist, wenn du Zeit hast, auch mal die Offenbarung. Richtig. Und all deine Fragen schreibst du dir auf und suchst dann Johannes Kapitel 3 und Offenbarung. Ja, genau, und die Offenbarung danach, wirklich. Weil bete auch davor, dass du das dann verstehst. Weil es wird wirklich in der Zeit jetzt, in den nächsten Jahren, wird es noch viel, viel schlimmer werden. Und ja, das liegt daran, dass dieser Fürst dieser Welt ist ja der Teufel. Richtig. Genau. Und Gott lenkt das halt auch so natürlich. Er lässt auch vieles zu, aber es wird alles darauf hinlaufen, dass bald die Christen dann entrückt sind. Und danach fangen hier 7 schreckliche Jahre an, wovon 3,5 nicht so schrecklich sind und die zweiten 3,5 Jahre sehr schrecklich sein werden. Und das liest du alles in der Offenbarung und in der Daniel-Prophetie. Aber für dich lies erstmal Johannes 3, bete dafür und lies auch mal die Offenbarung. Junior, werde ich machen, Bruder. Bruder, du wirst von mir hören, ich werde es machen. Okay, ja, gut. Dann. Ich danke mich sehr, sehr vielmals. Vielen, vielen Dank hier an die ganze Runde. Ich muss die Kleine jetzt schlafen legen und eine gute Nachtgeschichte erzählen, aber komischerweise bei der gute Nachtgeschichte schlafe ich immer eher ein als sie. Ich danke euch vielmals und es war schön bei euch, Brüder. Ich wünsche euch eine schöne Nacht. Schöne Grüße nochmal hier aus Griechenland und man hört sich wieder mal bestimmt. Gottes und Bruder Harald, ich mache das. Ich werde mir Johannes Kapitel 3 lesen und die Offenbarung, das werde ich machen. Gottes Segen. Danke Gott. Euch auch. Euch auch. Danke euch. Ciao. Ciao. Das war aber lieb. Ja. Ja. Wir Italiener kommen ja mit den Griechen ziemlich gut aus, sind ja praktisch unsere Geschwister. Ne? Und ja. Ich weiß zwar nicht, warum er sich jetzt großartig für den Ding interessiert, aber klar, man sollte schon ein bisschen was wissen über den Islam. Ja. Ja. Ja, ich habe gerade geschaut, welche Insel er meinte, und ich habe sie auch gefunden. Und zwar ist es mitten auf dem Weg nach vom Athen. Okay. Mitten auf dem Weg nach Kreta, hier ist ja Kreta und hier ist diese Insel Milos. Ja. Also mitten auf dem Weg. Aber das und war ja auch in der Bibel, Bruder, oder? Und Patmos ist hier, Patmos, wo Johannes war und die Offenbarung bekommen hat. Patmos ist ja näher sozusagen an der heutigen Türkei und das war ja hier früher alles römisches Reich, ne? Alles. Hier, die ganze Türkei. Mhm. Sehr schön. Und hier waren auch die 7 Gemeinden aus der Offenbarung, ne? Ephesus, Smyrna, Philadelphia. Und Johannes war halt hier auf der Insel Patmos. Wurde er verbannt. Hierhin. Boah. Krass. Ja. Aber ja. War das aber dann früher alles zusammen? Verstehst du, was ich meine? Also verstehst du diese Insel? Das ist und war schon immer eine Insel. Also ich glaube jetzt nicht, dass in den letzten 6.000 Jahren sich überhaupt irgendwas so großartig geändert hat an der Geografie. Vielleicht durch Einstürze, ja, oder Erhebungen und Senkungen, aber. Ja, Bruder. Ja. So, ist sonst noch jemand da? Wie lange ist jetzt schon der Herr mit uns? 2 Stunden gesegneter Stream? Wie der Luca spricht so viel heute, der hört nicht auf zu reden. Stimmt. Wie der Luca, Bruder, bist du da? Ich bin jetzt am Zuhören, Bruder. Ich war schnell weg, aber jetzt bin ich wieder am Zuhören. Okay. Ich dachte, Du redest nicht mehr mit uns. Hier? Guck mal, wer da ist. Musa, mein Lieber. Musa, Schwester Marwa ist auch wieder da, Gottes Segen. Musa Marok. Marokkaner kommt. Hast du Lust, hochzukommen und ein paar Fragen zu stellen? Oder
Du warst ja auch schon öfters hier. Du hast dich ein bisschen verändert in den letzten Zeiten. Anfangs war ja ein bisschen chaotisch mit Beleidigungen und so weiter. Wir vergeben dir auf jeden Fall. Okay, er ist wahrscheinlich immer noch so zu 70% auf Angriff und Verteidigungsmodus. Dann lassen wir Richtig. ihn mal. Wir können es ja mal versuchen. Schwester Hava sagt nicht viel, besser geworden. Er ist nicht viel besser geworden. Also, wie viel Prozent? Ja. Eieiei. Ja, wenn er möchte, kann er ja hochkommen. Ist ja kein Problem. Gott segne dich, Man of God, mein Jo, hey, Harut und alle. Gott segne. Shalom. Gott segne dir, Bruder. Shalom, Bruder. Shalom. Ich hoffe, euch geht's gut. Na, danke, Herr. Sehr schön. Ein paar Hela, gute Lela. Gespräche. Ja. Wieder Luke. Ja, Musa ist immer noch da. Musa, mein Lieber, ich weiß nicht, ob du uns gehört hast. Du darfst natürlich hochkommen. Und wenn du möchtest, ich weiß nicht, er hat gar nicht geantwortet. Musa, möchtest du hochkommen? Bist du da? Was war denn das Okay. jetzt? Ja. Kann Fernseher passieren. laufen oder was? Ja. Ja, muss er. So. Ja, es war ein guter Stream. Ich kann noch mal sagen, wir hatten gestern, also ich denke mal jetzt erfüllte Prophezeiungen mache ich so Gott will und wir noch leben öfters. Vor allen Dingen ja, dass wir erkennen, aus welchem Nachkommen der Herr Jesus Christus kommt, aus dem Nachkommen von Abraham, Isaak, Jakob, Stamm Juda, von König David. Ja, und dass viele weitere Prophetien wahr geworden sind, von der Jungfrau geboren, dass es ein Kindermassaker stattgefunden hat, die Geburt in Bethlehem, dann, dass er auch aus Ägypten gekommen ist, ne, als er vertrieben wurde sozusagen wegen Herodes, dann Johannes der Täufer und heute hatten wir auch noch ein paar. Die Liste ist ja wirklich groß, du kannst ja wirklich in jedem Stream kannst du definitiv immer über mehrere Prophetien reden. Du kannst auch natürlich die Gottheit verteidigen oder die Gottheit erklären oder Trinität erklären. Aber ich finde, Prophetien ist nochmal was ganz, ganz Besonderes, weil das bestätigt das Buch, dass es definitiv nicht nur von Menschen geschrieben sein kann, im Sinne von aus dem eigenen Wissen heraus, sondern natürlich durch den Geist Gottes. Das finde ich immer sehr interessant. Richtig. Ja. Richtig. Ja, und dann hatten wir heute, der Messias war und ist der Sohn Gottes. In Psalm 2, Vers 7 kann ich nochmal gerne vorlesen. Und in Sprüche 30, 4, also 2, Vers 7 steht: Ich will den Ratschluss des Herrn verkünden. Und da ist auch der Herr groß geschrieben, das heißt YHWH, ne? Ich bin der ich bin. Und er hat zu mir gesagt: Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Und in Sprüche 30, Vers 4, durften wir heute hören: Wer stieg zum Himmel empor und fuhr herab? Wer fasste den Wind in seine Fäuste? Wer band die Wasser in ein Kleid? Wer richtete alle Enden der Erde auf?
Was ist sein Name und was ist der Name seines Sohnes? Natürlich dann auch Jesaja 9,5, ein Kind ist uns geboren. Und die Herrschaft, genau, der Sohn ist uns gegeben, seine Herrschaft. Die Herrschaft ruft er auf seiner Schulter und dann wird er dort der starke Gott genannt. Und ja, und wo der Sohn Gottes steht im Neuen Testament, das muss man ja eigentlich keinem Kind Gottes erklären. Das sind mindestens, lass mich überlegen, ich denke mal mindestens 10 Stellen oder wenn nicht sogar mehr, oder? Wo vom Sohn Gottes die Rede ist. Mhm. Der Sohn bleibt ewig, dann der Sohn des Sohn Gottes, dann wird er auch der Sohn des Menschen genannt, ne? Menschensohn. Dass er auch vollkommener Mensch ist. Mehr, sagt Jonas, siehst du? Mehr. 10, 20, lass es sein. Ja, dann der Messias wird für seine Feinde beten, ne? Er hat ja gesagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun, in Psalm 109. Oder in Zacharia 12,10, und sie werden auf mich sehen, den sie durchstochen haben. Ja, sie werden um ihn klagen, wie man klagt um den eingeborenen Sohn. Ja. Das ist echt Wahnsinn. Also ich bin ehrlich, das ist auch so eine Sache, wo man dann auch, wenn man die Bibel liest, versteht man auch, was damit gemeint ist, dass diese Decke bei den Kindern Israels so lange bleibt, bis sie sich zum Herrn bekennen. Das ist eine heftige Decke, muss das sein, weil du hast hier so viele Prophetien, ja, in den Psalmen, in den Propheten, die wir gerade gesehen haben, und es sind über 300. Was für eine dicke Decke muss das sein, dass du das nicht erkennst und dich dann nicht bekehrst? Ja. So. Ich glaube, jetzt kommt keiner mehr hoch. Das war ein gesegneter Stream. Und ich wünsche natürlich Gottes Segen. Der Friede des Herrn Jesus sei mit euch. Gottes Willen. Bleibt in seinem Wort, schön im Studium, im Gebet. Gottes Segen, würde ich. Ja, bis später, ihr Lieben. Gottes Segen. Gottes Segen. Bis später. Gottes Frieden. Ja. Kommst du später nochmal, oder was? Ich bin Gottes Frieden. Ja, also, wieder locker als Gast. Als Gast irgendwo, denke ich mal. Okay, das ist gut. Okay. Also, ja. Gottes Segen. Gottes Frieden. Gottes Frieden. Zusammen. Shalom.